Hi, ich bin Champ und ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Schenken-Wirtshaus-Bau-Miau. Schlechte Begrüßung, egal, ihr seht, es geht direkt los. Wir wollen heute noch ein paar Details reinbringen, ne? Und dazu haben wir erstmal unten die Zäune durchgezogen und dort ein einzelnes Zaunfeld drangehängt. Jetzt die Eingangstür. Und schau mal in den Keller, da fehlt die Türe. Ups, falsch, von der anderen Seite dran, so dass es oben mit dem Sturz passt. Sturz ist das richtige Wort, ich glaube. So, hier machen wir auch mal Balken. So relativ mittig, mit halben Blöcken. Unseren klassischen Holzboden, der durch Balken gehalten wird, der darf einfach nicht fehlen. So. Hier drin wollen wir ein bisschen auskleiden. Ja, gucken wir, wie es am besten passt. Bei mir wird es so sein, dass ich hier oben eine Sitzecke komplett hinmachen möchte. Und deswegen fülle ich den Boden einfach auf. So, hier nochmal auf der Höhe von innen auch wieder diese glatten Steine. Könnt ihr euch merken, da wo wir auch im ersten Part das Fachwerk quasi in Form der Schilder gesetzt haben, machen wir von innen auch nochmal eine Ebene rein. Dann sind die Fenster auch oben alle auf richtiger Höhe. Und setzen dort, wo es passt, mit Fichten, Holz, Falltüren, Fensterläden. Es passt nicht überall bei allen Fenstern, aber bei manchen könnt ihr ein bisschen ausprobieren, wie es euch vielleicht gefällt. Ihr seht auch, manche habe ich oben dran, die stehen offen, manche an der Seite. Aber halt nicht überall. Das steht wieder mal jedem frei. So, das verbinden wir jetzt alles hier ein bisschen, indem wir noch ja, so Kies verwenden. Genau, Kies ist das. Dann sieht das ein bisschen benutzter aus. Hier kommen jetzt Schilder dran. Natürlich die klassischen Schilder. Und was will ein Wirtshaus anpreisen? Natürlich Milch. Das ist Milch. Nichts Alkoholisches, gar nichts. Essen mit Brot. Und natürlich eine Schlafgelegenheit. Also wir haben hier so ein richtig schön Allround-Paket. Und da natürlich unten das Fass für die Kennzeichnung des Bierkellers. Hier draußen haben wir eine Sitzecke mit Lagerfeuer. Ganz simpel gehalten, aber achtet mal drauf, wenn ich jetzt gleich wieder wegfliege. Ist zwar simpel, aber es passt super. Es sieht total cool aus. Sorry, aber ich finde doch, es sieht ganz cool aus. Jetzt. Ja, Schande über mein Haupt. Viel zu oft zeige ich euch nicht, wie man dann im Gebäude irgendwo hochkommt. Die einfachste Lösung ist natürlich immer eine Leiter an der Wand, wenn man sich jetzt hier die Fassade zum Beispiel nicht kaputt machen möchte. Ich mache es aber in diesem Fall so, dass ich außen eine Treppe anbringe. Und das war jetzt so ein bisschen improvisiert. Geht man vielleicht auch mit? Ich war mir selbst nicht so ganz sicher. Ja, wie soll es aussehen? Wenn ich jetzt da runter will, geht zwei raus. Macht doch die ganze Form irgendwie vom Haus kaputt. War ich ja etwas unzufrieden mit. Aber es ist dann doch gar nicht so schlecht geworden. Ihr könnt ja mal merken, so parallel zur Wand einfach mal die Treppen setzen, so dass ihr da neben den Fenstern oben rauskommt. Klar, das Fachwerk sieht man dann erstmal nicht, aber auch dafür gibt es eine Lösung, werdet ihr ihn sehen. Ihr sollt nur keine Löcher in die Wand kloppen, so wie ich das gemacht habe. Das ist wenig sinnvoll. Genau, so, jetzt geht da die Treppe weiter runter. Und dann überlegt man sich, wie wird ein Schuh draus? Indem man unten mit Steinen weitermacht, das komplett breit macht und hier die Wand weiter runterzieht. Und schon, finde ich, ist es sogar schon wieder sinnvoll geworden. Denn hier setzen wir noch einen Stein dran. Und was können wir da machen? Eine Türe unten rein, zack, haben wir noch einen kleinen Raum. Wofür der sein wird, sehen wir zum Schluss. So, und schon sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Hier einfach mal kurz Hilfsblöcke setzen, mit den Eichenholzfalltüren ein kleines Gelände darstellen. Jawohl, ja. Und jetzt das, was ich im ersten Video schon angemahnt hatte, einfach höher gehen mit diesen halben Stufen, weil man sonst wirklich die Treppe nicht hochkommt. Das war nicht gut durchdacht von mir. Ist mir zu spät aufgefallen. Kann man aber heilen. Ist, denke ich, kein Weltuntergang. Alles halb so wild, alles halb so wild. So, einfach eine Stufe höher. Da haben wir ein kleines Löchlein drin. Ja, mein Gott, Schönheitsfehler fällt kaum auf. Aber so ist es wenigstens so funktionabel.
So, sollen wir mal reinschauen? Wer weiß, was uns dort erwartet. Oh, hier die große Stammtisch-Sitzecke. Da hinten der Verkaufsbereich. Hier gibt's alles Fischnahrung. Also Fisch ist ja Nahrung. Eine Glocke zum Bestellen. Ja, und hier noch so ein paar Ausstellungsstücke. Ein Ofen mit Sitzplätzen. Also ja, eine schlicht gehaltene, ich sag mal im Prinzip, ja, eine Kneipe, ne? So, hier jetzt der Außenbereich nochmal. Wir haben eine Lampe hingestellt. Wir haben hier jetzt kleine Gelände immer oben an den Ecken und schauen mal rein. Hier oben gibt's ganz schlicht und einfach Schlafplätze. Das ist ein Gasthof. Das Gasthaus zum tänzelnden Pony. Nein, das möchte ich natürlich nicht klauen, aber ich denke, viele wissen, welche Anspielung es ist. Ja, und was fehlt denn jetzt noch? Le Keller. Den schauen wir uns mal an. Was liegt denn da wohl begraben? Ui, Nahrungsvorräte und natürlich Bier en masse. Milch, alles Milch. So viel Milch, krass. Ich habe hier noch gar keine Kühe gesehen. Na doch, da gibt's welche. Okay, jetzt schauen wir mal hier. Was ist denn das kleine Räumchen? Was? Ein Scheißhaus. Gibt's ja gar nicht. Naja, haben wir noch aus Scheiße Gold gemacht. Aus Gold Scheiße gemacht. Ach, ist egal. Gut, also das war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ciao.